Moin Udo. Hi Jan, grüß dich. Schön, dich wiederzusehen. Ja, das Gleiche. Geht's dir gut? Hervorragend. Du bist immer noch der Delta-Mann. Immer noch. Will ich auch bleiben. Produkte gut, Preise gut, stimmt, alles gut. Ja. Das stimmt. Ja. Es ist langsam ein bisschen mehr geworden. Aha. Also es zieht so nach und nach an. Und genau. Man kämpft halt gegen starke Marken, also gegen viele starke andere Marken. Ja. Ich bin auch mittlerweile daran, gerade den Jägern zu sagen, wenn wir für Sportschießen auch andere taktische Gläser, andere Marken. Aber ich bin auch mittlerweile oft daran, auch den Jägern zu empfehlen und zu sagen, guck dir mal das an, auch wenn du es nicht kennst. Richtig. Weil ich habe es ja letztes Jahr schon angesprochen, du benutzt das ja auch. Ja klar, ich habe es selber drauf, weil es gut ist. Ich sag jetzt mal, es wird nie, haben wir schon mal gesagt, kein Zeiss, kein Swarovski und kein Kahles, aber es ist nicht schlechter. Es steht in einem Preis-Leistungs-Verhältnis. Absolute Spitzenklasse, vor allem wenn Long-Range-Schützen kommen und sagen, Delta momentan Preis-Leistung unschlagbar. Ne? Und kommen halt die Großen ja vom Preis her einfach nicht mehr mit. Geht auch nicht, ne? Perfekt. Und dann ist natürlich, wo ich die Tage jetzt mal mit meinem Gast gesprochen habe, wir haben viele, viele Gläser verkauft. Zielfernrohr noch nie, toi, 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 in der Reklamation. Bei den kleinen Gläsern kommt es schon mal vor. Ich sage aber immer ehrlich sein und sagen, es ist mir runtergefallen und dann wird es auch, wird die Reklamation zügig behoben. Du löst das schon, ne? Ich gebe mir die größte Mühe. Es ist immer gut, wenn keine Reklamation kommt, dann weiß man, es passt alles. Ne? Richtig. Selten ist es so, dass wenn jemand zufrieden ist, dass er dann sagt. Genau. Sondern wenn man nichts hört, ist das gut. Ne? Das ist immer von Vorteil. Ja. Nein, es ist halt auch wichtig, wenn wirklich was ist, dass die Kunden wissen, wir stehen dahinter und es wird zügig abgearbeitet und geht alles gut. Wir haben uns heute nicht in deinem kleinen Paradies getroffen. Ja, leider nicht machbar. Getreu nach dem Motto, auch ein guter Jäger braucht mal neue Bremsscheiben. Genau, so ist es. Wir führen hochwertige und auch ganz günstige. Du hast sie dann also bei Jagderlernen auch vor Ort, dass dann jemand sagt, ich möchte mal gucken, das ist ja perfekt. Ob das Wärmebildtechnik ist oder ob das normale Ferngläser mit Entfernungsmesser ohne, hat Delta mittlerweile auch ein tolles, das Striker. Ne, das Titanium, Entschuldigung, das Striker ist das Zielfernrohr. Und auch mit Entfernungsmesser liegt bei 1300 Euro, misst sogar durch die Scheiben, gleiche Messtechnik wie Swarovski, aber halt in den Delta. Aber halt für die Hälfte, ne? Ja, oder und weniger. Und weniger für die Hälfte. Du bist auch aktuell, genau genommen, gerade im Dienst. Also du fährst in die Werkstatt, lässt deine Bremsbeläge machen. Genau, und der Gast sitzt gerade am Hochsitz. Der Gast? Der soll dann mal alleine entscheiden, wenn der Bock kommt, ob er schießen kann oder nicht. Oder kann einen Fuchs schießen oder wie auch immer. Das ist ja das, was oft gerne hinten runterfällt, wenn man nicht direkt einen jagdlichen Anschluss irgendwo hat. Genau. Ist auch wahnsinnig schwer in Deutschland, weil viele Jäger sind Egoisten, sie können schlecht heilen. Das ist das Hauptproblem, glaube ich. Und ich nehme die Leute halt gerne an die Hand und gehe mitten raus und sage, okay, Ricke, Schmalreh, Bock, das kannst du schießen, das lassen wir laufen, aus dem und dem Grund. Einfach den Feinschliff. Das und die eigenen Erfahrungen sammeln. Das ist halt eine wichtige Geschichte. Ne? Das heißt, mit mir oder auch alleine. Auch mal selber zu entscheiden. Ich mach's oder es ist zu weit oder nicht zu weit. Oder. Der ruft dich später an und sagt, bring den Anhänger mit. Nein, das ist eine klare Ansage. Immer nur ein Stück. Okay. Weil es kommen Leute nach. Okay. Kann ich das drin lassen mit den Jägern? Sind manche Jäger sind Egoisten? Ist ja, das, logisch. Ja, es ist doch logisch. Ja, ich fand. Also, ihr wart letztes Jahr, oder du warst letztes Jahr direkt als einer der Ersten bei dem Charity-Shooting dabei. Aha. Als wir gefragt hatten und haben gesagt, du, ist gar kein Thema. Wir haben ja auch unsererseits letztes Jahr im Januar erst angefangen mit den Delta-Optiken so ein bisschen. Und trotzdem hast du direkt gesagt, gar kein Thema. Machen wir. Klar. Fand ich toll, das Fernglas kam super an. Schön. Deswegen hast du gesagt, dieses Jahr, ich hol's mal, dass man sieht. Hast du, weil ich war ja schon dein Zentrallager liegt ja etwas woanders. Also durfte ich einen Teil deiner Familie kennenlernen. Ja. Das Forest ist eigentlich das günstigste Glas mit 150 Euro und für einen Einsteiger, der sich noch nicht gefunden hat, eigentlich das Nonplusultra. Und ich habe wirklich Gäste, die namensstarke Produkte abgegeben haben, haben gesagt, mit dem komme ich besser klar. Das läuft einfach. Das Ding ist gut. Das ist das Delta Forest 2, das ist für so ein gutes Tagesglas, wo du sagst, ich. Nicht nur Tagesglas. Okay. Also ich habe gerade nämlich geguckt, was es für eins ist.
Es ist ein 8x42, das hat 149 Meter Seefeld. Also ein großes Seefeld bringt im Alter ein helleres Bild. Im Alter? Im Alter. Ab 40 geht die Pupille nur noch 7 mm auf. Das Licht, was dir ein 8x56 bringt, kriegst du in deine Pupille nicht rein. Aber ein großes Seefeld macht das Bild hell. Das Glas ist leicht. Hast du ja so ein Glas mittlerweile aufgrund deines Alters. Fast. Nein. Und es ist wirklich bis abends ins letzte Licht absolute Spitzenklasse. Und kostet 150 Taler. Kostet 150 Euro. Sind, ich glaube, 5 Jahre Garantie hat's. Da hatten wir immer mal eine Reklamation, wenn es jemand runterfällt, wo die Prismen irgendwo aus der Halterung rausspringen. Entweder wird es gleich aus dem Bestand erneuert oder sie gehen zurück. Wird repariert, geht sofort wieder zum Kunden. Also du bist da auch, ich sage jetzt mal, doofheitstolerant. Wenn dich jemand anruft und sagt, die Wahrheit und sagt, sag mal, Ding ist runtergeflogen. Die sehen sowieso im Werk. Ja, also muss man einfach sagen, was Sache ist und dann sagst du, ich guck mal danach. Leute, ehrlich wäre am längsten. Das ist halt so. Und so ein Ding stauben wir jetzt wieder ab fürs Charity Shooting. Immer gerne. Wenn es dir zu schwer ist, nehme ich es dir ab. Okay. Ja, vielen Nein, Dank. Nein, man kann es wirklich empfehlen. Das wäre jetzt sowas, wo ich auch sage, das lege ich mir ins Auto. Und wenn ich irgendwo mal was brauche, dann fahre ich damit los. Und genau, dann ist das genau. Wie gesagt, man kann dann auch noch aufbauen und hat dann das Chase oder wie auch irgendwas mit dem Internet gucken. Bis hoch zu dem Titanium mit Entfernungsmesser. Es ist alles da, sie decken das alles ab und wirklich die Preise sind top, Qualität ist top. Jungjägerglas. Also das kriegst du nicht wieder jetzt. Ja, nein. Jungjägerglas, wenn du sagst, die Jungjäger sind, kommen ja jede Menge Kosten auf dich zu. Wenn du jetzt momentan sagst, ich würde ein gutes, günstiges Einstiegsglas empfehlen, von Delta für die Jagd. Nee, jetzt weg vom Fernglas, das hier, Fernrohr. Ja. Das ist ja das, was die Leute gerne immer unterschätzen, was wir in der letzten Zeit sehr, sehr oft, auch aus eigener Erfahrung, ganz am Anfang, die kaufen sich schnell diverse Waffen, schnell das. Und vergessen gerne mal ein Fernglas. Ja. Und solche Sachen, oder vergessen die Nachttechnik und wundern sich dann, wenn sie nachts draußen sitzen und es wird dunkel. Richtig. Ja. Weil man am Anfang denkt, oh, jetzt nehme ich die Waffe mit damit und die Waffe und damit und ich brauche noch fürs Tontaub und ich brauche noch fürs Flug und auf einmal fällt dir dann auf, ich habe ja gar kein Fernglas. Ja. Oder Zielfernrohr. Was gibt es aktuell aus der Delta-Serie, wo du sagst, im Einstieg gibt es was so um die zwischen 600 und 800 Euro, wo du sagen kannst, bau das auf deine erste Büchse. Wir sind ja momentan, ist es bei uns so, wir haben gute und günstig ist immer relativ, aber wir haben gute Büchsen von Brenner mittlerweile. Die sind ganz stark gekommen am Markt, weil sie gut sind und nicht so viel Geld kosten. Ich habe selber so ein Ding. Mhm. Ich habe tatsächlich dieses Delta 1,5 bis 9. Das habe ich auch drauf. Das ist einfach das. Okay, gut. Ja. Wo man sagt, es kostet 900 Euro oder 890 Euro. Das deckt alles ab, was man braucht. Als Anfänger sowieso. Dann man kann super mit Wärmebildtechnik arbeiten. Ich habe eins für die Drückjagd. Auf der kleinsten Vergrößerung volles Bild ohne diesen Tunnelblick. Ja, weißt direkt du, hoch und drin und kein und Rand aus. Absolut schussfest, auch von der Justierung her. Jeder Klick reagiert. Es ist eine gute Technik. Ich hatte mich bei dem 1 bis 9er, ich blende das mal ein, wie das genau heißt. Ja, ja. Ich hatte mich bei dem 1 bis 9er so ein bisschen eine Zeit lang schwer getan, weil das ein Moa-Glas war. Aha. Ich bin halt mehr so der Emrad-Typ. Ja, ja. Ja, aber letztendlich ist es, wenn du es dann mal hast. Klacks, und da bist du also mit 900 Euro, du bist halt, die Frage stellt sich nicht mehr hier, so wie du gesagt hast, objektivmäßig 3 bis 12 mal 56. Die Leute kennen aus der Jagdschule dieses 3 bis 12 mal 56. Das wird immer noch in die Köpfe reingehämmert. Der alte Klassiker. Das wird immer noch in die Köpfe reingehämmert, wo ich auch mittlerweile sage, man braucht es nicht mehr. Du bestätigst das auch mit der Aussage, wo du sagst, das Objektiv, die Nachtsichttechnik, egal ob du Vorsatz oder... Ich zum Beispiel für meinen Teil mir lang ein Nachsatzgerät. Genau. Ich klemme so einen Südong hinten drauf. Fertig. Und dafür funktioniert das dann. Und der große Vorteil ist natürlich so 1 bis 9 oder 1,5 bis 9. Du deckst, so wie gesagt, das wirklich alles ab. Du vergrößerst ja nicht beim Ansitz auf 12-fach oder richtig. Du drehst ja da nicht hoch. Das ist, wo die Leute sagen, ich will aber ansonsten sagen, hör vielleicht nicht unbedingt auf mich. Aber hört zum Beispiel auf den Udo, weil der macht das den ganzen Tag. Richtig. Und ich hatte jetzt eine Kundin da, die hatte ein großes Glas, 4 bis 20-fach.
Mahlzeiten, ne, die hat 4 bis 20 mal 58. Für was brauche ich das? 20, weil ich sehe jeden Herzschlag. Ich bin absolut nicht mehr ruhig. Ich schieße auch auf keine 500 Meter. Die jagdlichen Distanzen sind von 0 bis 150, 200, wer gut ist. Und dann langt mir genau dieses kleine Glas. Ich habe eins für den Ansitz, ich habe eins für die Pirsch und habe eins für Nachtsichttechnik. Das glauben die Leute dann, also ich habe das jetzt schon ein, zwei Mal gehabt. Ich sage den Leuten ja auch immer meine subjektive Meinung. Und habe das jetzt schon ein, zwei Mal gehabt. Dann vergiss das mit dem 3 bis 12 zur Rückjagd. Ja. Ah nee, aber ich habe doch... Und dann kommen sie nach der ersten Jagdeinladung wieder und sagen, ich hatte ja, ich hätte ja und hätte ja können, aber genau. Irgendwie bin ich hoch und habe nichts gesehen. Okay, genau, zu lange gesucht, ja. Weil das Seefeld zu klein ist. Deshalb sage ich ja, großes Seefeld, schnell das Objekt im Ziel, kann schnell ansprechen und kann halt sagen, okay, passt, passt nicht. Deshalb, ich tendiere so lange, ich auf die Jagd gehe, schon immer zu kleinen Gläsern und hatte auch schon mal große, aber ich brauche es einfach. Und du gehst schon so lange zur Jagd, wie ich alt bin. Okay. Ja, roundabout. Drei Tage mehr oder weniger. Drei Tage mehr oder weniger. Ja. Also man kann sich... 40 Jahre ist schon eine lange Zeit. Ja, fast. Plus, minus, so ein bisschen. Ja, plus so ein bisschen, aber ja. Wenn das große Glas für mich interessant wäre, hätte ich es. Ich sitze an der Quelle. Das ist genau der Punkt, wenn mich jemand fragt, zur Büchse. Ja. Weil du da ja auch in der Jagdschule gesagt bekommst, guck mal, das. Ja, ja. In vielen Jagdschulen, ja. Nicht in allen. Das Marketing von manchen Marken ist extremst aggressiv. Richtig. Ich selber jag mit einer Brenner. Nicht, um jetzt da Werbung für machen zu, aber ja. Der Fakt ist, der Stock kostet 700 Euro oder 800 Euro. Und der funktioniert. Richtig. Du kannst damit jagen gehen. Und wenn es mal umfliegt, ist auch nichts. Ist auch nicht schlimm. Und wenn du sagst, Jagd ist nichts für mich, und dann kriegst du das Produkt Brenner oder Delta, das kriegst du wieder weg. Fürs gleiche Geld keine Verluste. Aber wenn du im Hochpreissegment einsteigst, dann hast du massivste Verluste. Wo jagst du, was jagst du? Da danach das Kaliber, da danach die Waffe kaufen. Und die Optik. Okay. So, dann kannst du viel Geld sparen. Ja, weil du nicht in die falsche Richtung gehst und sagst einfach, ja. Die Fehlkäufe habe ich doch in meiner Jugend schon gemacht. Ja, genau. Und das ist die Problematik, deshalb immer über alles reden, fragen, machen, tun. Und Leute fragen, die lange auf die Jagd gehen, die kompetent sind, wo man Vertrauen dazu hat. Und dann sind wir jetzt aber wieder beim Punkt, was du eben gesagt hast, ist ja manchmal gar nicht so leicht. Wenn man muss Leute wie dich kennen, oder man freut sich, Leute wie dich zu kennen, wo man dann wirklich sagen kann, guck mal, der hilft mir auch ehrlich und der nutzt mich nicht aus. Ja, ich hatte am Anfang das Glück, nachdem ich meinen Jagdschein gemacht habe, dass ich bei Opi Wolle ins Revier konnte. Ja. Dann habe ich beim Sportschießen kennengelernt, aber da hat ein Revier Richtung Koblenz hoch. Mhm. Und zum Wochenende immer hin und da habe ich auch gesagt, oh, Wolle, macht aber nicht den Affen. Ja, weil es ist ja so, die Leute, die einen Jagdschein haben, du hast es vorhin gesagt, das sind erwachsene Menschen. Richtig. Ja, die wollen nicht wie im Kindergarten teilweise behandelt werden. Nein. Und beim Wolle war es dann damals auch so und das hat mir ganz gut getan. Da habe ich gesagt, Wolle, also wir, haben halt so, wir reden halt so miteinander, macht ja nicht den Affen, was nicht heißt, dass ich nicht arbeite. Ja, ja, gesagt, nö, Junge, komm mal ran und freitags nachts, samstags früh, samstags tagsüber zusammenarbeiten, samstags wieder und sonntags wieder. Und die Bauarbeiten und Hochsitzarbeiten und alles andere, machen wir alles zusammen. So gut, aber das findet sich leider nicht so oft. Ich glaube, da muss bei vielen noch ein Umdenken stattfinden, einfach... Es ist auch eine Chance für einen Jungjäger, vielleicht sich dann anzubieten, zu sagen, okay, ich habe vielleicht nicht so viel Geld, aber ich bringe meine Arbeitskraft mit rein. Dann bis zu einem gewissen Maße. Bis zu einem gewissen Maße. Ausnutzen muss ich keiner lassen. Wenn es nämlich heißt, am Anfang mach erstmal hier Monate und da, nein. Ich glaube, da schaden wir uns selber. Richtig. Aber das ist halt wieder die Problematik. Ich sage jetzt mal die Altersgruppe ich und plus. Ja, wir haben immer eigene Jagd gehabt, so lange wie ich denken kann. Und ich bin halt offen. Ne? Ich brauche nicht jeden, ich mache es alleine und ich laufe hinter keinem her. Entweder er erkennt, wo es fehlt, aber ich sage nicht, du musst jetzt. Ja, dann mache ich, bevor ich dem das erkläre, mache ich es selber. Muss von alleine kommen. Fertig. Ja. Und nur dann trenne ich mich auch peu à peu von ihm. Ja, macht ja Sinn. So, deshalb, wenn jemand sich irgendwo engagiert, dann müsste normal jeder logisch denkende Pächter sagen, oh, ich bin glücklich, dass ich den habe. Ich habe jetzt auch wieder einen jungen Mann dabei, hat keine Möglichkeiten gehabt. Der engagiert sich, der kehrt, der guckt nach den Kehrungen und nach den Suhlen und guckt, ob die Leitersprossen alle im Schuss sind und mäht mal frei. Und da muss ich gar nicht gucken. Der sagt halt, ich habe die Kohle nicht, aber ich unterstütze. Ich mache dafür was, ja. Perfekt.
Geben, geben und nehmen und nicht anders nur, nicht nur nicht nehmen. Fordern. Ja, nicht fordern. Ja. Ne? Nein, und das sind halt so Sachen, dass ich auch gerne weitergebe. Und wenn einer Fragen hat, einfach anrufen. Sag, ich bin ehrlich, Kerzen gerade raus und halt nicht hinterm Berg. Ihr habt, ich bin da ja mehr so der Freund von gemeinsam. Und deswegen kann man das ja auch sagen, ihr habt einen direkten Online-Shop, man kann als Endkunde auch bei euch bestellen. Ja. Bei uns kann man es auch bestellen, bei uns kann man, wenn jetzt zum Beispiel jemand in Mannheim-Heidelberg wohnt oder so, dann kann der sich das manche auch sagen. Sag ich auch, dann Polestar. Wir haben du ja ein bist paar Ansprechpartner und sie sind kurzfristig lieferbar. Ja, hey. Hallo, ne? Doch, finde ich toll, finde ich toll. Nein, also das ist, das ist vielleicht auch so zum man geht offen mit der Sache um. Klar. Sagt, ihr habt einen Direktvertrieb. Ja. Wir haben ein paar bei uns lagernd, dass man auch sagt, wenn jemand vor Ort mal gucken möchte und so weiter. Ja. Wir werden auch im Rahmen des Charity-Shooting jetzt im Oktober ein paar Gläser auslegen und die einfach mal auf die 100 Meter auslegen, dass die Leute mal durchgucken können und so weiter. 1.10. in Mannheim dieses Jahr. Wir haben 3 Stages dieses Jahr. Wir werden auf 25 Meter schießen, auf 50 und auf 100. Wir sind beim SSV Neckarau. Es gibt Online-Tickets, wie beim letzten Mal. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, vorbeizukommen, dann kannst du dir online ein Ticket kaufen oder weil du zu weit weg wohnst. Und wir machen das dieses Jahr so, dass zahlt sie 10 Euro. Von den Online-Tickets gehen 10 Euro, auch werden 100% gespendet. Aha. Und die 10 Euro natürlich, die kannst du bei uns im Shop dann wieder einlösen, wenn du für über 500 Euro einkaufst. Super, ja. Also hast du, wenn du Glück hast, gewinnst du irgendwas Tolles. Ja. Kannst deine 10 Euro wieder einlösen, ob du das machst oder nicht, steht auf deinem Blatt. Ja. Wir haben das auch so gemacht, vielleicht um das ein bisschen zu forcieren. Haben gesagt, bis zu 3 Tickets pro Einkauf ab 500 Euro dann. Aha. Heißt, du kannst du dann 30 Euro wieder rausziehen, wenn du bei EWB-pflichtigen Artikeln, so haben wir es gemacht. Weil anders wird vielleicht dann einer, was weiß ich, 50 Tickets kaufen und sagen, aber du kannst bis zu 3 Tickets einlösen. Wir haben von dem Elektriker, der letztes Jahr eine Kaffeemaschine gespendet hat, der hat einen Fernseher geschickt. Ja, perfekt. 55 oder? Zoll LCD-Fernseher. Das willst du mehr? Der Hufnagel hat eine Macke. Aber das ist so vom Kunden. Also wir sind dieses Jahr auch so bei 1-2 Sponsoren über Kundschaft auch aus dem Schützenbereich rausgekommen. Das ist so wie jetzt zum Beispiel der Herr Hufnagel aus Roding. Und ich weiß nicht, ob du kennst die Firma Twinbush zum Beispiel? Die machen Hebebühnen und sowas. Werkstattausstattung. Ah ja. Die machen Hebebühnen und Werkstattausstattung. Der Vater ist ein begeisterter Sportschütze. Aha. Da haben wir mal gesagt, so hier Harald, wie sieht's denn aus? Und sagt, er kriegt einen Schlagbohrer für 450 Euro. Ja. Ist da auch was, ne? Und so zieht das ein bisschen langsam so einen kleinen Kreis. Es wird immer größer. Geht nur dank eurer Unterstützung, weil kein Thema. Wir sehen es realistisch, wenn wir keine Preise haben, dann kommt auch keiner. Die wenigsten. Jetzt wäre es ja doof, wenn ich viel zurückschenke, weil ich muss ja Sachen einsammeln. Aber mit der Größe, ich habe mir gedacht, du kannst das ja trotzdem hier irgendwie zeigen, als jetzt bringe ich dich vielleicht eine Bedulde, aber als alterfahrener Jäger hast du wahrscheinlich immer ein Messer dabei. Im Auto. Im Auto, okay. Aufmachen? Wenn du möchtest. Klar, ich bin ja neugierig. Ja. Man muss ja, dachte, zeigen, dass du da dabei bist. Wow! Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den. Also, die Patches sind ja also, das ist schon mal das Geilste. Ne? Die kommen super an irgendwie. Ich weiß es mal. Hochblatt hast du mich jetzt getroffen. Ja? Ja, Gummimänner ist doch für mich. Das Nonplusultra. Aber das schon. Ich war mir mit den Größen, eigentlich hätte ich die aus Freundlichkeit M mitbringen wollen. Ja, aus Freundlichkeit. Ja, logisch. Aber XXL ist schon toll. Das war nämlich jetzt genau die Frage. Nee, guck mal, wir haben gedacht, für alle, die uns helfen und unterstützen bei der ganzen Sache. Also ein Shirt für Erwachsene. Ein Charity-Shirt, ja. Wo wir gesagt haben. Passt. Läuft. Läuft. Ich habe dir 2 Größen rein, weil ich mir wirklich nicht sicher war. Dass du damit, also dann super. Hast du was zum Anziehen. Das ist ganz, nicht, ganz dass du genug hättest. Vielen Dank. Aber wir haben wirklich gedacht, kann man zeigen. Ja klar, freue ich mich drüber. Die Patches sind jetzt vielleicht nicht unbedingt deine Nummer, aber. Es gibt welche, die da draufstehen. Ja, kannst du irgendjemand andrehen dann. Also wenn das bei dir so hängt, dann wird es schwierig. Mit Beiweiser, dann stimmt was in der Röhre nicht mehr. Perfekt. Habt ihr. Ja. 2 super. T-Shirts, dass du auch was hast zum Anziehen, dass du es zeigen kannst. Ganz lieben Dank. Ich habe zu danken. Gummibärchen sind super lecker. Wieso läuft, dann passt das ja alles. Bedanke ich mich in aller Form. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gerne immer wieder. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, nicht genieren, einfach anrufen.
direkt bei Delta, bei uns, ja, geht alles, ihr ja. habt eine Nummer, steht Nein, bei aber ich drauf. schon, wenn ihr in der Nähe den Händler habt, dann geht auch zu dem Händler, dann, ja, der berät euch, der montiert wahrscheinlich auch. Klar. Wer die Arbeit hat, soll auch ich rate ein nur, bisschen was verdienen. Ich rate nur beim Versand davon ab. Ja. Weil im Versand, wenn du sie dann zusammenpackst vorher und die Gläser drauf schraubst, dann sage ja. ich, mach's selber. Ja. Und wir werden dann am 1.10. ein paar Gläser auslegen ja. und dann können die Leute einfach mal durchgucken. Genau, haben sie mal eine Richtung Richtig. Und können vergleichen, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dann das mit deinem Bremsbeleg hat jetzt gar nicht geklappt, ne? Nein, dann aber egal. Dann hol mal den Jungen vom Hochsitz. Jetzt runter, ne, der sitzt. Lass noch ein bisschen sitzen, Wetter ist bombig. Die Böcke fangen an, treiben. Geht schon los, wir sind 14 Tage früher als sonst. Und dann, vielleicht hat er ja Glück. Aber ich glaube, er ruft dann an. Er ruft dann an, dann scheppert's. Hilfe. Alles klar, danke dir. Super, Uwe. Gerne. Immer wieder. Vielen gut, Dank. Komm gut heim.